In diesem Fall wurde der Hafen von Amal gesucht und sofort gefunden. Amal wurde 1640 an strategischer Lage nahe der schwedisch-norwegischen Grenze gegründet und erhielt 3 Jahre später das Stadtrecht. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Stadt 2-mal durch Truppen geplündert. Heute ist Amal eine Industriestadt. Aber auch der Tourismus, der sich durch den See Vänern und den Väner Hafen begründet, spielt heutzutage eine bedeutende Rolle. Ein Stellplatz für Wohnmobile ist ebenso am Hafen eingerichtet. Im Jahre 1901 brannten große Teile der Stadt nördlich des Flüsschens Amalsahn ab. Die Stadthäuser auf der anderen Seite des Flusses, ein kleiner Teil der Altstadt und der alte Stadtplatz des Stadtviertels Plantaget wurde vom Feuer verschont. Hier kann man noch die alten Holzhäuser, die zum Teil unter Denkmalschutz stehen und vom Beginn des 18. Jahrhunderts stammten, betrachten. Daher ist die Bebauung der meisten Häuser des schwedischen Städtchens aus dem 20. Jahrhundert. Nach einer guten Stunde ist Amal durchstöbert.